So ist das. Schönen guten Morgen und ein herzliches Willkommen an Justizminister Buschmann. Herr Buschmann, Sie werden heute Morgen, Kollege Lorich hat das gerade gesagt, Eckpunkte für ein Bürokratieentlastungsgesetz vorstellen, das dann schnell kommen soll von der Ampel. Das ist dann das vierte seit 2015. Aber die Bürokratie ist immer mehr geworden in dieser Zeit. Wie wollen Sie das hinkriegen, dass das diesmal nicht genauso wird? Also es ist in der Tat das vierte Bürokratieentlastungsgesetz, aber wir beschränken uns ja nicht darauf. Wir wollen den Bürokratie-Burnout in Deutschland beseitigen, indem wir dieses Gesetz auf den Weg bringen. Wir haben parallel hier das Wachstumschancengesetz beschlossen. Wir werden nicht mit der nationalen Bürokratie aufhören. Wir werden eine Initiative gegen europäische Bürokratie starten. Das soll gar nicht populistisch klingen, aber wir wissen, dass 57% der bürokratischen Belastungen aus dem Europarecht herrühren. Da müssen wir etwas tun. Und ich bin im Gespräch mit den Fachministern, dass wir heute am Tag nicht aufhören und uns zurücklehnen, sondern dass weitere Initiativen folgen. Robert Habeck hat mir etwa zugesagt, dass er das Vergaberecht reformiert und so weiter und so fort. Lange Rede, kurzer Sinn. Bürokratieabbau ist eine Daueraufgabe. Die keiner schlecht findet, bis hin auch zur Opposition, die das ganz laut fordert. Aber mit der Umsetzung ist es halt schwierig. Und was Bürokratie schafft, sind ja auch neue Gesetze und neue Vorgaben. Jetzt ist die Ampel ziemlich fleißig mit neuen Gesetzen. Und die Kollegen von der Zeit haben recherchiert, dass alleine von 2021 bis 2022, also schon in ihrer Regierungszeit, die bürokratische Last für die Wirtschaft fast verdoppelt wurde. Da können böse Zungen sagen, Ihre Regierung ist eher das Problem als die Lösung. Naja, aber es gibt nichts, was man nicht besser machen kann und das werden wir jetzt besser machen. Sie haben recht, der sogenannte Bürokratiekostenindex ist gestiegen in den letzten 2 Jahren. Wir werden ihn mit unseren Maßnahmen, das hat das Statistische Bundesamt ausgerechnet, das ist nicht meine Statistik, das Statistische Bundesamt hat ausgerechnet, dass wir den Bürokratiekostenindex mit diesen Maßnahmen auf sein Allzeittief drücken werden. Das heißt, dieser Index wird dann noch nie so niedrig gewesen sein, wie zu dem Zeitpunkt, wenn unsere Maßnahmen in Kraft treten. Ich sage nicht, dass wir uns dann zurücklehnen sollen, aber das zeigt, dass wir es ernst meinen und dass wir messbare, substanzielle Erfolge anvisieren. Ein Grund für Bürokratie sind ja oft auch anspruchsvolle Standards, die man haben will. Gerade beim Bereich Umwelt, bei der Klimaeffizienz, bei der Energieeffizienz werden da viele Vorgaben gemacht, die auch dokumentiert werden müssen. Müssen wir uns auch von Standards verabschieden, wenn wir wirklich weniger Bürokratie haben wollen? Man muss einmal sagen, nicht jeder Standard ist ja auch verpflichtend. Also beim Bauen, das Sie ansprechen, gibt es ja 3600 DIN-Normen, die aber gar keine gesetzlichen Normen sind, sondern wo der Bauherr und der Bauträger auch was anderes miteinander vereinbaren können. Also wir müssen vielleicht auch selber uns innerlich davon befreien, dass man nicht jeder Regel, die es gibt, auch immer zwingend folgen muss. Man kann auch was anderes vereinbaren, aber Sie haben schon recht. Wir müssen uns die Frage stellen, in Zeiten, wo wir mehr Wohnraum brauchen, wo wir auch günstigen Wohnraum brauchen, wie wir dort etwas tun. Eine Maßnahme haben wir auf den Weg gebracht. Wir haben beispielsweise die steuerlichen Abschreibungsmöglichkeiten für Bauinvestitionen wollen wir verbessern, damit dort mehr passiert. Was Bürokratie vielleicht nicht abschafft, aber doch viel leichter macht, ist Digitalisierung. Und da tut sich Deutschland ja auch enorm schwer, gerade in der Verwaltung voranzukommen. Eigentlich wollte die Ampel 600 Verwaltungsdienstleistungen jetzt schon digital anbieten. Es sind gerade mal 130 geworden in Deutschland. Warum klappt das bei uns so schleppend? Also wir müssen uns da alle gemeinsam in der staatlichen Verantwortungsgemeinschaft an die Nase fassen, weil Verwaltung wird ja von den Ländern gemacht. Der Bund gibt die Regeln und wir müssen als Bund und Länder uns besser koordinieren. Im Bereich der Justiz, wo ich Verantwortung trage, gelingt das jetzt. Wir haben gemeinsam mit den Ländern eine Digitalisierungsinitiative auf den Weg gebracht. Und ich habe mein Haus innerhalb eines Kalenderjahres auf E-Akte umgestellt. Und wir werden in der Bundesjustiz, bei den Bundesgerichten und bei den Bundesjustizbehörden 2 Jahre vor Fristablauf unsere Vorgaben erfüllen. Sind wir gespannt, ob andere Behörden und auch Bundesländerverantwortliche zugehört haben und ob es dann auch wirklich so vorwärts gehen kann. Danke für das Gespräch heute Morgen, Justizminister Buschmann.